kriegt einen Schal. Überall ist Nebel. Ich schau mal schnell, wo die anderen sind. Ich komm gleich wieder. Ja. Bist du mit Raffaela da? Ja, wieso? Kommst du mit? Wir gehen noch irgendwo hin. Ich geh mal zu ihr nach oben. Warte doch hin. Hallo? Was ist los? Wo bleibt ihr? Kann ich dafür? Ah. Wir sind doch da. Gehen wir noch irgendwo hin? Ja, sicher gehen wir noch wohin. Wir gehen ins Kino. Toll. Ich komm mit. Ich krieg schon was mit. Ja, wir gehen in Metropolis. Toll. Metropolis ist ein Stummfilm. Geh mit, Raul. Bitte. Nein. Ich komm schon klar. Ich möchte, dass du mitgehst. Ich nehme ein Taxi. Okay, ich rufe dich morgen an. Ich organisiere dir ein Taxi. Nein, ich komme schon klar. Andrea kommt mit. Also, was ist jetzt? Hm? Kommst du? In 5 Minuten geht der Film los. Bis morgen. Nimm's nicht so schwer. Danke, Andrea. Ich komme dann schon allein zurecht.
und so. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Putzt dann die jeweiligen Fehler, die dann zwischen sich abgeschlossen haben. Streichen. Wie gesagt, es ist ein unerwarteter Thomas? Erfolg. Und ich glaube, es ist ein Erfolg, der doch gegen einige Bewerbungsmittel. Ich bin's. Hat dich Raul nicht nach Hause gebracht? Dann weiß man doch. Also, er ist lieb. Ja, du hast getrunken. Nur ein Glas. Ich warte auf Thomas. Wo ist er? Auf einer Sitzung angeblich. Freitagabend eine Sitzung, das glaubt er doch selber nicht. Warum nicht? Vorigen Samstag musste er unbedingt einen Kunden treffen. Tatsache ist, dass dieser Kunde überhaupt nicht in München war. Gute Nacht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Maria zurück? Ja, sie schläft schon. Vielleicht ist alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Unsinn. Rede doch sowas nicht ein. Zuerst wolltest du das Auto. Dann wolltest du die Villa. Dann wolltest du die perfekte Einrichtung. Dann wolltest du die Ferienwohnung. In Sardinien. In St. Moritz. Und dann wolltest du die Weltreise. Und dann erst wolltest du das Kind. Und du nicht? Nach der Villa das Kind. Alles nach Plan. Nach der Villa das Kind. Die Natur hat sich dafür gerecht. Und was wolltest du? Wolltest du zuerst das Kind und dann die Villa? Millionen Menschen sorgen dafür, dass sie zunächst das Kind ernähren können, bevor sie es auf die Welt setzen. Ist das ein Verbrechen? Wo warst du denn, als ich zunächst den Wagen wollte und die Villa wollte und die Weltreise wollte? Du hast Computer gebaut, Roboter, Maschinen, die den Menschen die Arbeit stehlen. Hauptsache, du hast einen Schuldigen. Wenn stimmen würde, was du sagst, dann müssten Millionen Kinder blind geboren werden. Werden sie auch, so oder so. Du spinnst! Geh doch zum Psychiater! Ja nicht, dass Raffaela nicht bemerkt, was mit dir los ist. Ich habe einen Termin, ich muss gehen. Zu deiner Hure! Ruf mich im Büro an, wenn ein Resultat da ist.
Er ist einer der jüngsten Professoren auf diesem Gebiet. Er hat einem Jungen geholfen, dem niemand mehr helfen konnte. Ich weiß. Er ist erst seit 2 Wochen Chef dieser Station. Er hat bei den größten Kapazitäten der Welt gearbeitet. In den USA, in Südafrika, in der Schweiz. Das hast du mir schon erzählt. 10-mal. Wenn es eine Hoffnung gibt, dann... Deshalb sind wir hier. Und jetzt lass mich das Geld verdienen, das es kostet, hier zu sein. Raffaele wird sehr enttäuscht sein, dass du nicht auf sie gewartet hast. Ciao. Wie viele Hoffnungen haben Sie in mich gesetzt? Alle. Wie viele Hoffnungen hat Raffaele in mich gesetzt? Es war in jedem denkbaren Fall ein Fehler, ihr vorschnell Hoffnungen zu machen. Um es klipp und klar zu sagen, ich habe der Diagnose meiner Kollegen kaum etwas hinzuzufügen. Kaum etwas? Ein operativer Eingriff ist unmöglich. Zumindest zur Zeit. Das heißt? Es gibt Fehler der Natur, die wir korrigieren können. Und es gibt Fehler der Natur, die nur die Natur selbst korrigieren kann. Wir können einen fehlenden Arm, ein krankes Herz oder eine kaputte Niere ersetzen, aber wir sind nicht so weit, dass wir einen atrophischen Sehnerv ersetzen können. Sie können nur hoffen. Auf das berühmte Wunder? Soll ich mit Raffaele sprechen? Bitte. Bringen Sie sie herein. Ihr braucht nichts zu sagen. Raffaele. Die Sonne. Ich möchte aus dem Fenster schauen. Ja. Das ist Raoul. Das letzte Mal. Ich muss mich beeilen. Oh, no!
Tut mir leid, deswegen vorgestern. Das war nicht besonders taktvoll. Das haben dir wohl deine Eltern beigebracht. Haben sie dich angerufen? Ich möchte nicht mehr, dass du mich abholst. Warum? Maria wird mich zur Schule bringen. Wer hat das gesagt? Ich. Heißt das, das Schluss ist zwischen uns? Du bist frei. Und jetzt fahr bitte weiter. Rauls Eltern sind am Telefon. Raul soll dich nicht mehr zur Schule fahren? Maria soll dich bringen? Maria kann nicht Auto fahren. Wir gehen zu Fuß. Ihr müsst eine halbe Stunde laufen. Ich gehe gern zu Fuß. Und du musst eine halbe Stunde früher aufstehen. Das macht uns nichts. Ja, was soll ich machen? Ich weiß auch. Hallo. Kann ich euch nicht mitnehmen? Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und jetzt kann ich nicht mehr. Er hat es auch nicht leicht. Morgen. Guten Morgen. Meine Termine heute? Wiedemann und Franke anrufen. 14 Uhr, Professor Tagashi. Okay. Sagen Sie, ich bin für meine Frau heute nicht zu sprechen. Sagen Sie, ich rufe zurück. Heute Abend habe ich einen wichtigen Termin. Verbinden Sie mich mit Swarovski. Dein Name. Bist du bei mir, weil du das Geld brauchst? Ja. Warum glaubst du, interessiert sich Raul für mich? Ich weiß nicht. Du liebst ihn. Was macht ihr hier? Lass uns bitte in Ruhe. Wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, kannst du auf dein Zimmer gehen. Sie bleibt. Sie geht.
Verbündet ihr euch auch noch gegen mich? Was kann ich dafür, dass Papa heute Abend wieder nicht nach Hause gekommen ist? Vielleicht doch. Du bist Maria. Maria ist da. Ich bring dich nach oben. Es ist im ersten Stock. Geh einfach rein. Yes, I understand. Send me some news. I call you later. Yes. Yes. Bye-bye. Um ganz offen zu sein. Meine Frau will, dass Sie gehen. Und für Raffaela soll es natürlich so aussehen, als wären Sie freiwillig gegangen. Nein. Wir zahlen Sie natürlich für den Rest des Jahres. Nein. Okay. Gefällt dir die Musik? Weil mich meine Eltern dazu gezwungen haben. Komm, gehen wir tanzen.
Mein Gott, ich glaube an dich, dass du einfach in deiner Natur und einfach in deiner Person bist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich bin's. Kann ich dir helfen? Man hat mir von einem Experten in Rom erzählt. Der soll wahre Wunder vollbringen. Ach. Wer hat dir was erzählt? Es soll in Rom jemand geben. Wer hat dir das erzählt? Das ist doch egal. Wer? Komm, leg dich schlafen. Wirf dich nur an sie ran! Du hast unsere Familie zerstört! Sei jetzt ruhig! Die Wahrheit ist dir wohl unangenehm! Wer hat dir das erzählt? Die Wahrheit ist dir wohl unangenehm. Wer? Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das gesagt? Schlag doch zu! Wer hat dir das gesagt? Wo kommst du jetzt her? Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das gesagt? Und die soll verschwinden! Ich will sie hier nicht mehr sehen! Nein! Komm. In welches Bett? Du darfst mich nicht verlassen. Der Papst ist Skilaufen. Wir können fahren.
Die Chance bei einem Eingriff ist gleich null. Sicher ist, dass Raffaella monatelang, vielleicht jahrelang Schmerzen haben wird. Selbst wenn die Operation gelingen sollte. Würden Sie es riskieren? Ich bin Mediziner und ich bin Mensch. Als Mensch lehne ich ab, was der Mediziner in mir versuchen würde. Ist es eine Frage des Geldes? Ja, es ist eine Frage des Geldes. Guarde, Signora, ich glaube nicht, dass Sie mich bezahlen können. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Produkt FX2, Verhandlungsbasis 15,2 Millionen, unterste Grenze 14 Millionen. Produkt FX205, Verhandlungsbasis 13,1 Millionen, unterste Grenze 12 Millionen. Ich muss Schluss machen, bis später. Guten Morgen. Ich dachte, ich könnte träumen. Irgendwann einmal hast du gesagt, dass du mich liebst. Geh zurück zu deiner blinden Tochter und zu deinem keifenden Weib. Und du? Ich habe vor dir gelebt. Ich werde nach dir leben. Heißt das, dass das Schluss ist? Was ist los? Deine Mutter. Meine Schuld. Meine Schuld. Alles meine Schuld. Meine Schuld.
Ja, ich hätte gerne einen Notarztwagen in die Schlederstraße 17 bei Neubauer. Ein Selbstmordversuch mit Librium und Jatroneural. Das Mädchen. Das Frühstück ist fertig. Du bist Raul? Ich bin Raul. Er ist heute Nacht schon wieder so spät nach Hause gekommen. Ja. Das ist der Rest von letztem Mann. Das ist Liza Campbell. Hi. Hi. Wir haben uns gestern im Charlie M kennengelernt. Liza singt bei den Chinese. Ihr kennt sie sicher aus dem Fernsehen. Mit Steady Steady. Steady Steady ist ja wahnsinnig erfolgreich. Wir haben jetzt 1,2 Millionen LPs verkauft. Liza hat den Text geschrieben. Interessant. Und wo kommen sie ursprünglich her? Du kannst du zu ihr sagen. Liza ist es gewohnt, alle zu duzen. Dann funktionieren wir das Frühstück in ein Champagnerfrühstück um. Warum hast du mir das angetan? Du weißt doch, dass ich Blumen liebe. Warum hast du mir keine mitgebracht? Ich will, dass Maria geht. Sie hat dir das Leben gerettet. Und Raffaela liebt sie. Sie nimmt mir das Einzige, was mir noch geblieben ist. Mein Kind. Ich betrete mein Haus erst wieder, wenn sie gegangen ist. Geh jetzt bitte. Was haben die Mädchen an? Röcke, Hosen, Badeanzüge. Schau mal, da ist Raffaela. Bikinis oder gar nichts. Und was hast du an? Einen Rock, eine Bluse und Halbschuhe. Und der Rock geht über die Knie und die Bluse ist hochgeschlossen, nicht? Ja. Das muss geändert werden, so findest du nie einen Freund. Ich suche keinen.
Du musst mir versprechen, dass du mich niemals verlässt. Was sagst du? Hallo. Ist jemand da, den wir kennen? Ja. Wer denn? Raul. Ist er allein? Nein. Sie kann sehen. Raffaella. Deine Mutter hat das Gefühl, dass Maria uns von dir entfremdet. Wir zahlen Maria natürlich für den Rest des Jahres. Uns ist ein Mädchen empfohlen worden, mit dem du sicher genauso gut auskommen wirst. Komm. Oder wir müssen dich in ein auf Problemfälle spezialisiertes Internat bringen. Also, was sagst du dazu? Ich will zu Maria. Sie hat uns schon verlassen.
Warum kommst du nicht zum Essen? Du bist das widerlichste Weib, das wir je in diesem Haus hatten. Wenn du nicht essen willst, dann verhunger doch. Mir soll's recht sein. Du glaubst wohl, du bist was Besseres. Ich werde dafür sorgen, dass du parierst. So. Und wenn du machst, was bei uns angesagt ist, kriegst du sie wieder. Grüß Gott. Poltern. Jawohl. Wir wissen, dass deine Situation schwer ist. Und wir alle nehmen pausenlos Rücksicht darauf. Aber was du uns zumutest, das ist wirklich zu viel. Du kümmerst dich ja um nichts. Ich habe mit ihnen geredet. Sie hat das Essen verweigert. Sie hat den Unterricht boykottiert. Sie hat ihre Zimmergenossen schikaniert. Sie hat ihr Zimmer vollgeschmiert mit dem Namen dieses Bauerntrampels. Ich bin so verzweifelt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das weitergehen soll. Ich bin so verzweifelt. Was macht das? 78 Mark. Danke, Wiedersehen. Ich glaube, du bist vorher falsch abgebogen. Ich glaube nicht. Wo fährst du hin? Halt bitte an! Ich weiß, was du vorhast. Wenn du das tust, lass ich mich scheiden. So.
Gott. Ist mein Auto fertig? Grüß Gott. In einer halben Stunde. Gehen wir einen Kaffee trinken. Ich muss auch auf meinen Wagen warten. Haben Sie eine Idee, wohin? Findest du mich alt? Was soll das? Findest du mich hübsch? Was soll ich sagen? Wenn ich Ja sage, denkst du, ich rede dir nach dem Mund. Und ein Nein wäre eine Beleidigung. Also nein. Nein. Wo kommst du her? Das geht dich überhaupt nichts an. Nein! Nein! Sie haben der Mutter Gottes eine Kapelle versprochen, wenn der Krieg das Dorf verschont. Der Krieg hat das Dorf verschont. Nach dem Krieg ist Maria erschienen. An dieser Stelle steht heute eine Kapelle. Maria hat einen blinden Bettler geheilt. Maria hat mir erzählt, dass die Mutter Gottes in ihrem Dorf einen blinden Bettler geheilt hat.
Wir waren bei den besten Ärzten der Welt. Und wo die nichts wussten, da hat auch Miss Mary keine Chance. Mama? Maria, lass uns allein. Ich wasch dir die Haare. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Hier liegt eine große Umwälzung. Positiv oder negativ? Das ist sehr schwer zu sagen. Nach dem Gesetz der Polarität folgen auf gute Zeiten schlechte Zeiten. Ich sehe hier nur das, was sich dazwischen abspielt. Eine große Veränderung. Wie sie sein wird, darüber sagen die Karten nichts aus. Aus Unglück kann großes Glück entstehen. Und umgekehrt. Aber eines ist ganz klar. Sie müssen auf der Hut sein. Maria. Ich wollte dich wiedersehen. Warum gibst du mich nicht auf? Ich kann dir nichts bieten. Ich habe die Adresse eines Arztes. In Kanada. Er soll sensationelle Heilerfolge haben. Also, was sagst du? Ich finde, wir sollten jede Chance nutzen. Das Geld sollte überhaupt keine Rolle spielen. Außerdem waren wir noch nie in Kanada. Ich will eine Wallfahrt machen. Den ersten Multiplikator. Nummer 2 von Dirk Wulfthühler aus Lage Lippe, Eiland für Liebende. Ein Eiland. Dieser Bauerntrampel hat ihr das eingeredet. Das ist Finsternis, das ist Mittelalter. Aberglaube.
Charlatanerie. Die Aufklärung scheint spurlos an ihr vorübergegangen zu sein. Ich war in Zürich. Ich war in Rom. Ich war in Paris. Ich war in New York. Und ich habe mich 5-mal in München untersuchen lassen. Ich mache die Wallfahrt. Das ist Götzentum. Da ist es. Und das ist kein Götzentum! Raffaella! Maria! Raus! Sie hat uns zerstört. Wir haben sie zerstört. Die Erde bebt. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist. Empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria. Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Zum Himmel aufgefahren. Zum Himmel aufgefahren. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bitte für uns arme Sünder. Bitte für uns arme Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Wir werden von innen gehalten, von einer Mitte, die wir nicht gemacht haben, die überhaupt nicht gemacht ist, von der Gegenwart Gottes, der unser Leben lebt und uns trägt. Ich wünsche Ihnen allen, dass Ihnen diese Erfahrung zuteil werde. Gott lebt mein Leben mit mir, denn der Mensch ist nur mit Gott zusammen Mensch. Guten Abend. Okay, gestorben. Wir kontrollieren die Mats. Wenn Sie wollen, können Sie es sich gleich anschauen. Ah, hallo. So, das hätten wir. Na? Das war sehr interessant. Faszinierend, wirklich. Also kommt mit, erzählt mir ein Problem. Na komm. Harald, wir fahren an die Mats ab. Nein, danke, ich mache das schon selber. Wissen Sie übrigens, dass wir zwei uns schon eine Ewigkeit kennen? Und es ist nicht das erste Mal, dass er mich mit seinen Fragen ins Schwitzen gebracht hat. Jetzt zu eurem Problem. Erstens, möglich ist alles. Zweitens, ein Wunder als verlängerter Arm medizinischer Ohnmacht, das scheint mir nicht die richtige Basis zu sein. Und drittens, wenn die Wallfahrt umsonst ist, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dann wird eure Tochter in noch viel tiefere Depressionen verfallen.
weil ihr die letzte Hoffnung zerronnen ist. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ja oder nein? Tja, die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Außerdem bin ich überzeugt, dass ihr euch schon längst entschieden habt, noch bevor ihr zu mir gekommen seid. Wir leben im 20. Jahrhundert. Tja. Allerdings. Du kannst gehen. Der wievielte Tag, an dem sie nicht ist? Der fünfte. Wir sollten endlich zum Psychiater mit ihr gehen. Warum machen wir nicht diese Shit-Wallfahrt? Wir machen uns auf der ganzen Welt lächerlich. Sprich halt mit niemand drüber. Nimm's als Ausflug. Ich kann morgen mal ins Reisebüro gehen und mich informieren. Am besten heute noch. Altötting, früher unter Salzburg, Herz der Christianisierung in diesem Land. Und zu Zeiten Lieblingspfalz von Herzögen und Königen wird es in der Neuzeit zum Herzen im europäischen Ring um eine Erneuerung des Glaubens. Jetzt ich will nicht nach Altötting. Wieder ein Schnittpunkt von Heimat und Welt, wenn es um den Glauben geht. Was sagst du? Den Charakter Altöttings prägt die Wallfahrt mit. Ich will nicht nach Altötting. Ich will zu Marias Dorf. Gewicht. Altötting ist einer der schönsten Wallfahrtsorte der Welt. Der wird dir wohl gut genug sein für dich. Also, jetzt schauen wir uns das mal an. Wir sind da. Da hinten ist es. Hoffentlich sind wir bald da. Was man mitmachen muss, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Frag deine Tochter, was sie braucht für ihren Trip. Brauchst du irgendwas? Kerzen? Einen neuen Rosenkranz? Ein Gebetsbuch? Kein Mensch, der irgendwas Spezielles hat. Hunderte von Votivtafeln. Überall an den Wänden.
Maria wird dich nicht verlassen. Hatte. Und als er um die 9. Stunde starb, nach unserer Zeiteinteilung nachmittags um 3 Uhr, erbebte die Erde und im Tempel zerriss der Vorhang. Schon geheilt? Also ich finde, jetzt langt's. Ich gehe zum Auto. Vielleicht glaubt ihr es jetzt, dass dieser Bauerntrampel aus dem Haus muss. Sie fliegt oder ich gehe. Ihr habt die Wahl. Und zwar heute noch. Ich rede mit Maria. Maria? Maria! Sie hat sich abgesetzt. Maria? Sich abgesetzt. Sie weiß wahrscheinlich warum. Oh. Seltsam, dass sie von alleine gegangen ist. Komm ins Bett. Ich wollte doch immer nur das Beste für uns alle. Ich
habe alles falsch gemacht. Wir haben alles falsch gemacht. Aber was wäre richtig gewesen? Dass wir uns lieben. Wo ist der Weg nach Marienfried? Du bist auf dem richtigen Weg. Geh weiter. Die nächste Station. Weiterhelfen. Ich kenne mich aus. Maria. Wo ist Maria? Ich suche sie. Wo ist Maria? Wo ist Maria? Sie hat mich verlassen. Sie ist nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Wo ist Maria? Warum lächelst du? Was weißt du? Wo ist Maria? Ich war immer dagegen, dass sie in die Stadt geht. Raffaela! Thomas! Thomas! Ja,
Was ist los? Raffaela ist verschwunden. Ich komme. Gut, dass du da bist. Beeilen wir uns. Raul. Komm. Thank you.
Maria. Hier muss es sein. Raffaella! Ich kann sehen. Eine Chance. Alle. Die Medizin fand für Raffaelas plötzliche Heilung eine plausible wissenschaftliche Erklärung. Raffaela aber schwieg. Thank you.